Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Trading Card Games bei Brenner TV World. Mein Name ist Jeff und ich habe Pokémon-Karten. Ja, heute fangen wir an mit Pokémon-Karten sammeln. Es kam eine neue Reihe raus, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Das ist die Pokémon-Kartenreihe für den neuen Kinofilm. Es gibt mehrere Pakete davon. Zum einen Meisterdetektiv Pikachu Fallakte. Dann Meisterdetektiv Pikachu Spezialfallakte. Meisterdetektiv Pikachu Fallakte Glurak GX. Meisterdetektiv Pikachu Fallakte Mewtwo GX. Und Meisterdetektiv Pikachu Fallakte Quaijutsu GX. In allen Packets sind, kann man das sehen, die Detektiv Pikachu Booster drin. Und noch ein paar andere Booster aus anderen Serien. Dann würde ich sagen, zuallererst einmal packe ich jetzt die ganzen Kartons aus. So, jetzt haben wir erstmal alles ausgepackt hier. Ja, es ist extrem viel Müll bei rausgekommen, aber ich habe das Ganze jetzt hier sortiert. Dann gucken wir uns das jetzt mal an, was hierbei rausgekommen ist. Das hier ist die Ausbeute aus den Paketen. Wir haben Nummer 1 einen Sammelordner für die Karten. Drei Riesenkarten, einmal mit Quaijutsu GX, Glurak GX und Mewtwo GX. Dann haben wir Quaijutsu GX, die Promokarte, Glurak GX, die Promokarte, Mewtwo GX, die Promokarte, zweimal Meisterdetektiv Pikachu, die Promokarte, zwei Münzen, ein so ein Pin. Dann haben wir 5, 10, 15, 17 Pokémon Booster von Meisterdetektiv Pikachu mit jeweils 4 Spielkarten drin. Dann haben wir 2 Booster von Pokémon Sonne und Mond, Stunde der Wächter mit jeweils 10. Pokémon Sonne und Mond, auch jeweils 10 Karten drin, 3 Booster Packs. Sonne und Mond, Nacht in Flammen, ein Booster. Sonne und Mond, Aufziehen der Sturmröte, ein Booster. Und Sonne und Mond, Ultra Prisma, ein Booster. So, ich werde die Sachen jetzt öffnen. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. So, die Karten haben wir nun ausgepackt. Wir haben 1, 2, 3, 4 Mal Bobungus bekommen. Holographisch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Mal Carpador bekommen. Ist ebenfalls holographisch. Zweimal Leather King. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal Anton bekommen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Schlurp. Dann 4 Mal Pantimos. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal Pummeluff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal Snubbull. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal Glumanda. Und zweimal Mewtwo. Dann haben wir viermal Arcani. Wir haben
1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Bisasam. Dann haben wir dreimal den Meisterdetektiv Pikachu. Und zweimal Kapaloris. Die Karten waren jetzt alle von der Reihe Detektiv Pikachu. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Stück. Insgesamt hat die Reihe 18 verschiedene Karten plus 7 Promokarten. Ist ja schon mal ganz gut für den Anfang. Da ist die Sammlung ja schon fast komplett. So, da hinten. Ah ja, nicht wundern. Ich habe meine Karten direkt von Anfang an in Schutzhüllen reingepackt, weil damit sie nicht zerknicken. So, da vorne haben wir jetzt noch den ganzen Stapel mit den Booster Packs aus den anderen Reihen. Die öffne ich jetzt als nächstes. So, jetzt habe ich alle Packets auf. In dem Pack Ultrasonne, ah ne, nicht Ultrasonne, Entschuldigung, Sonne und Mond Ultra Prisma hatten wir die Karten Cramorx, Evoli, Alola Vulpix, Skunkapu, Mangunior, dann Unterstützer Cynthia in holographisch, Frostrotom, eine Energiekarte Blitz, Bestellpad, Panpyro und die Karte Unbekanntes Fossil. So, dann haben wir aus dem Packet Sonne und Mond, Nacht in Flammen, haben wir gezogen Rihorn, Sankapu, Hudhud, Tangela, Araquah, Tangela in holographisch, Kosturso, dann diese Energiekarte, wo ich nicht weiß, was es ist. Duflor, Lola und wohin genau? Bei der Energiekarte, wo ich nicht weiß, was es ist, könnt ihr mir unter den Kommentaren gerne schreiben, welche Karte es denn ist. So, dann haben wir hier aus Sonne und Mond, Aufziehen der Sturmröte, haben wir Wablu, Quiekel, Pummeluff, Hunduster, Pikachu, dann die Trainerunterstützerkarte Gladio in holographisch, Traumagil, die Energiekarte für Erde, Grabbit, Kampfdisk und Flotte Hüfttasche. So, dann Sonne und Mond. Stunde der Wächter haben wir Dathiri, Lichtel, Molly Morba, Pampam, Alola Vulpix, Lunala in holographisch, Torhaido, die Wasserenergiekarte, Corsturso, Laternecto und Pixie. Dann aus dem Packet Sonne und Mond, Stunde der Wächter, das war ja das zweite davon. Miniras, Reißlaus, Macholo, Weilmer, Verlorsi, Viscora in holographisch. Dann haben wir Alola Geo Watz, wo das Bild holographisch ist. Die Psycho-Energiekarte. Alola Georock. Sonnenkreis Podium. Und Mondscheibenpodium. So, noch drei Stück. Dann hatten wir hier Sonne und Mond. Das Booster Pack mit Ganoville, Alola Mauzi, Pepek, Evoli, Anton, Alola Radikal in holographisch, Hariyama, Erdenergie, Pinsir, Team Skullrüpel Unterstützerkarte. Und Saftkorn. So, und noch zwei.
Dann wieder aus Sonne und Mond das Booster Pack hatten wir Panzer Aeron, Raupi, Sankabu, Kiesling, Cosmog, Alola Radikal wieder in holographisch, Corsturso, Wasserenergie, Mizunder, Safkorn und Pokémon Fänger. So, und das letzte ist wieder von Sonne und Mond. Dort haben wir Habitak, Dratini, Wommel, Lampi, Bubungus, Aranestro in holographisch, Parasek, die Feuerenergiekarte, Pinsir, Team Skullrüpel und Safkorn. Wie ihr seht, ist das schon eine ganze Menge an Karten. Mit denen dort vorne aus den Detektiv Pikachu habe ich schon gut was angesammelt. So, mal sehen, was sonst noch so alles kommt. So, heute haben wir eine ganze Menge an Boxing mit Pokémon gehabt. Das war auch mein neuer Start ins Pokémon-Sammelkartenspiel, / Sammel. Ja. Sammel, keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist ja egal. Das war's, eine ganze Menge. Von den Pokémon Detektiv Pikachu, von dieser Reihe, gibt es insgesamt 26 Karten. 18 könnt ihr anhand der Booster Packs bekommen. Das Problem ist, in jedem Booster Pack sind nur 4 Karten drin. Seltene sind halt selten, da ist es schwieriger dran zu bekommen. Ich habe jetzt 14 verschiedene, das heißt, mir fehlen 4 Stück der normalen. So, und dann gibt es noch insgesamt, was habe ich jetzt gesagt? 18, 19, 20. Plus 6, ja, 8 separate Karten, die man Promokarten nennt. Da ist es dann ein bisschen schwieriger dran zu kommen. An denen hier ist es halt nicht so schwierig, weil sowohl Meister Detektiv Pikachu als auch Mewtwo GX, Glurak GX und Quaiutsu GX bekommt ihr in den großen Packets. Und auch nur dort sind die Booster drinne. Ihr könnt die Booster zum Meisterdetektiv Pikachu nicht einzeln kaufen. So, die anderen Promokarten könnt ihr nur bekommen bei 3 verschiedenen Läden, in denen ihr ein Produkt kaufen müsst, um diese Promokarte zusätzlich geschenkt zu bekommen. So, meine Sammelreise ist noch lange nicht vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mit einer neuen Unboxing, mit neuen Unboxing-Paketen von Pokémon. Mal schauen, was da dann drin ist. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie meine Sammlung vorangeht. Ja, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, schreibt mir einen Kommentar drunter und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Danke, ciao.